Jetzt kommen wir zu einem Mann, der weltweit der erfolgreichste Inselverkäufer ist. Er verkauft Privatinseln an wohlhabende Menschen und hat jetzt ein Buch rausgebracht, wo die alle, nicht alle, aber ein großer Teil der Inseln, die er verkauft hat, zu sehen sind. Also wirklich spektakulär. Was so eine Insel kostet, wie zum Beispiel diese hier, wenn Sie die haben möchten, das werden Sie gleich erfahren. Bitte begrüßen Sie Farhad Vladi. Herzlich willkommen. Fahrrad und nicht Fahrrad. Sehr richtig. Ja? Ja, ja. Wie oft müssen Sie sich Witze über Ihren Namen anhören? Ach, geht so. Ein Fahrrad ja, da? Ja, ja. Ihre Frau wahrscheinlich immer. Ein Fahrrad da? Bei den E-Mails kommt schon vor, das ist richtig. Ja, okay, so, dann hätten wir das auch schon. Also Fahrrad haben wir abgefrühstückt. So, Sie verkaufen Inseln, ja, und zwar weltweit. Wie kommen Sie denn an diese Inseln? Ja, also beziehungsweise an die Leute, denen die Inseln gehören. Wir haben hier ein paar Bilder zum Beispiel. Das ist wo? Das ist eine Insel in British Virgin Islands, die heißt Buck Island und ist eine der heute teuersten Inseln, die auf dem Markt sind. Die gibt es aktuell zu verkaufen? Die ist jetzt aktuell zu verkaufen. Mach nochmal zurück. Ja. Nochmal zurück. Das ist eine Insel in der Nähe von Tortola. Erstmal die andere, nochmal zurück. Das ist nochmal die, das ist eigentlich dieselbe. Ach so, das ist die, okay, alles klar. Das ist die gleiche. Was, ja, was kostet die Insel? Die soll kosten ca. 20 Millionen Euro. Das ist auf der höheren Seite. Das geht aber noch, ne? Ja. Aber das war immer mein Problem im Inselgeschäft, dass alle Leute glauben, man muss sehr reich sein, an die Insel zu kommen. Nein, 20 Millionen reichen völlig nein, aus. Nein, in Wirklichkeit reicht es, wenn Sie sich ein Auto leisten können, können Sie sich auch eine Insel leisten. Und da ist auch kommt nur darauf an, wo, ne? Ja, ist richtig, aber wir verkaufen meistens Inseln so zwischen 50.000 und 2,5 Millionen. Das ist so die Größenordnung. Der kommt schon mal so etwas vor. Ja. Aber sagen wir mal, in den Scheren von Schweden oder in Nova Scotia in Kanada. Kanada, also Nova Scotia liegt auf dem Breitengrad von Südfrankreich, aber man muss nicht denken, irgendwo im Norden. Da kosten Inseln 30.000, 40.000 Euro und Sie haben dasselbe Inselgefühl, das verspreche ich Ihnen, wie auf einer so teuren Insel, die Sie eben gesehen haben. Diese Insel kostet 30.000 Euro und liegt in Nova Scotia auf dem Breitengrad von Südfrankreich. Strom, Wasseranschluss? Nein, das nicht. Sie sehen das Festland im Hintergrund, da können Sie sehr schnell eine Stromleitung legen oder heute arbeitet man mit, Solarenergie und mit Kleingeneratoren und so weiter. Und dann kann ich auf der Insel machen, was ich will? Wie ist das, wenn ich eine eigene Insel habe? Gelten da für mich die normalen gesellschaftlichen Regeln? Ich bin noch auf einer Insel. Ich kann, so schnell Auto fahren, zum Beispiel auf meiner einen Insel, wie ich Lust habe. Das also vorausgesetzt, ich habe eine Straße, die ich natürlich noch bauen muss für 3 Millionen. Sie unterliegen natürlich der Souveränität des Landes. Und wenn Sie was machen, brauchen Sie schon eine Genehmigung, Baugenehmigung oder so. Aber wenn Sie da laufen oder singen, oder das können Sie natürlich machen, was Sie möchten. Hier sehen wir gerade eine Insel, das ist die zweite Insel, die ich mein Leben verkauft habe, die heißt North Island, ist heute eine der besten und beliebtesten Mietinseln. Ich fing ja mit meinem Geschäft 1970 an, 1971, und dann wurden die Inseln erst einmal verkauft für Leute, die auch Urlaub auf diesen Inseln machen. Okay. Aber Urlaub hat man nur für einen Monat gemacht, dann war die Insel für 11 Monate leer. In dieser Zeit wurde dann die Insel vermietet. In einigen Fällen sind auch kleine Hotels draufgekommen. Was muss ich zahlen, wenn ich die Insel jetzt mieten will? Kann ich die ganz alleine mieten? Oder, Hier sieht man eigentlich nur die hintere Seite. Aber das ist die teuerste, exklusivste Mietinsel. Die heißt North Island in den Seychellen. Und kostet, da bezahlen Sie für einen Bungalow ca. 4.000 Euro am Tag. Aber was Sie da bekommen, ist etwas, was man in einigen Worten gar nicht beschreiben kann. Da brauche ich noch ein paar mehr Dias. Oder Sie können das Buch aufschlagen. Ja, da waren da, also man liest immer da so, dass Prominente sich gerne mal so eine Insel ganz alleine mieten. Hier die Ami-Superstars oder Prinzen und Prinzessinnen und so. Ja. Sind das dann solche Leute? Ja, unter anderem auch, aber auch ganz normale Menschen. Hier sehen Sie Frigate. Die Insel hat mal Bill Gates gemietet, aber wie das passiert ist, kann ich Ihnen erzählen. Wir bekommen einen Anruf von einem Rechtsanwalt aus Los Angeles, der möchte gerne die Insel mieten. Und hat er dann auch getan und das Geld bezahlt. Und als er dann
angekommen ist, habe ich den Verwalter, der ein Deutscher ist, angerufen. Und der sagte, das ist nicht ein Anwalt, das ist Bill Gates, der hier ist. Also so mieten die Prominenten die Inseln. Wir wissen es selber nicht. Und es ist ein hoher Sicherheitsgrad, weil man weiß es erst, dass ein Prominenter da war, nachdem er wieder weggefahren ist. Nicht? Also insofern finden Sie diese Prominenten mehr auf der Mietseite als auf der Kaufseite. Denn wahrscheinlich ist das Geschäft ein verschwiegenes. Oder haben Sie manche Deals mit Prominenten, dass Sie sagen, pass auf, wenn ich sagen kann, dass du da bei mir eine Insel gekauft hast, dann kriegst du es billiger? Nein. Haben Sie selber auch eine Insel? Ich habe eine Insel vor 25 Jahren gekauft in Neuseeland. Das war eine Farminsel mit über 4000 Schafen drauf. Und die hatte mir so gefallen, das war so gleich eine Liebesaffäre. Ich habe die dann erwerben dürfen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Dann die Farm eingestellt und dem natürlichen Wald die Möglichkeit gegeben, wieder durchzukommen. Und wenn Sie da heute über die Insel laufen, sieht es aus wie in einem Lord of the Ring Movie. Und wir haben 100 Schafe und 50 Ziegen noch und die sind alle zahm. Wir haben das Schlachten und das Töten auf der Insel verboten. Wenn ich auf die Insel komme und sage, go, go, goats, dann kommen die Ziegen von allen Seiten und gehe ich mit denen spazieren. Also das ist ganz toll. All diesen Inseln, die man hier in dem Buch sehen kann? Ja, die Insel habe ich ja alle fotografiert in dem Buch. Ah ja, okay. Ach, das machen Sie selber. Ja, also interessantes Buch mit tollen Bildern von vielen Inseln. Was ist Pellworm wert zum Beispiel? Ja, das müssen Sie 1000 Leute fragen. Ich kann das. Also Inseln mit Bewohnern haben wir nie verkauft, sondern das sind alles solche Inseln, wie Sie die da sehen. Ah, also Sklavenhandel ist ausgeschlossen. Nein, also 100%. Ja, ja. Sie nicht mit. Das geht auf keinen Fall. Also wenn Pellworm ohne, das wäre sehr lustig. Aber das können wir nicht machen. Ja. Ich kaufe Pellworm. Aber alle Mitarbeiter des Hafenpubs gehören mir. Ja. Dann würde ich, glaube ich, heute nicht mehr hier sitzen. Ja, also sicher ein interessanter Job. Ist das Ihr Hauptjob oder machen Sie noch was anderes? Damit kann man Geld verdienen. Das ist mein Hauptjob. Reicht die Provision dann? Naja, wir haben über die Zeit schon über 2600 Inseln verkauft. Das ist schon eine ganz schöne Zahl. Ja. Aber das Geschäft geht immer mehr von der Immobilienseite in den Tourismus. Und wir haben über 30.000 Buchung schon hinter uns, was die Vermietung anbelangt. Und das ist schon allerhand. Ja, ein interessanter Job. Ja, das kann man sich bestimmt auf einer Homepage bei Ihnen angucken, wer eine Insel kaufen will. Ja, und ein bisschen Knete locker hat. Ich sage mal, damals brauchte man einen Schiffbruch, um auf eine Insel zu kommen. Heute geht man ins Internet und wählt www.vladi.de. Das ist mein Nachname. Oder hafen-pub.de. Oder private-islands.de. Ja, viel Erfolg. Schönes Buch mit tollen Bildern. Also lädt zum Träumen ein, Wolfgang. Ja. Wunderschön. Ja, aber ich glaube, der Natur ist es ja noch viel schöner. Die Kapelle ist ja fantastisch, was ihr da macht. Aber wenn die Vögel singen und dann hören sie den Wind, dann haben sie natürlich etwas ganz anderes. Nicht? Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Aber Sie haben noch keine Insel, Herr Raab. Ich habe noch keine Insel, nee. Das soll sich heute Abend ändern. Hier habe ich eine kleine für Sie mitgebracht. Oh, das ist aber süß. Guck mal hier. Eine kleine Insel für mich mit Strassstein drauf. Das ist genau mein Style. Woher wussten Sie das? Ja, das hat mich informiert. Ja. Viel Spaß und soll Ihnen Glück bringen. Vielen Dank. Danke.